Kai im See. Sieht wirklich so aus. Ja, wirklich eine schöne Szenerie hier. Gefällt mir gut. Eine Richtung 17 Franken. Naja, kommen wir nicht drum rum. Wir könnten natürlich auch wieder umdrehen. Das führt uns so nicht zum Ziel. Das ist das Problem. Aber die Gegend hier, das ist schon hammermäßig. So ein rechtes Monster. Kai sagt es gerade, die Staumauer sei eindrücklich und recht hat er. Die sieht so ein bisschen aus wie die im Val d'Ilay. Und da hinten die Landschaft könnte auch in den Rocky Mountains sein, die Gegend am Kicking Horse Pass, die sieht ganz ähnlich aus, nur ohne Staumauer. Und da wir jetzt ja gleich nach Italien reinkommen, noch der Hinweis, ohne diese Tafel geht's mit Heckträger gar nicht. Das würde dann relativ schnell sehr teuer werden. Dann werden wir mal den Wegezoll entrichten. Die Straße führt da direkt über die Staumauer drüber. Und Schranke und Kassenhäuschen. Grüezi. Ja. Was 27? Schönen Abend. Ja, ich hab's doch geahnt. Wohnmobilzuschlag. Also ein Kleintransporter oder ein Bus. Bis 9 Personen, der zahlt 17, aber ein Wohnmobil. Wohnmobilfahrer, die haben Geld und die dürfen dann 25 zahlen. Abzocke! Einfach Abzocke ist das und sonst nichts. Benvenuti a Italia. Okay. Und da drüben seht ihr Kais Albtraum. Ja, Livigno ist ja aufgrund der etwas eingeschränkten Erreichbarkeit von Italien her ein Zollfreigebiet. Das heißt, hier ist alles voll mit Duty-Free-Shops, Outlets und natürlich Gastronomie. Hotellerie. Und wir fahren jetzt hier in Livigno links, Passo di Foscagno. Geht's jetzt Richtung Bormio. Aber hier in Livigno müsste ich jetzt definitiv nicht bleiben. Aber der Diesel kostet 94 Cent. Scheibenkleister ist das wenig. Prost. Jetzt muss ich mal einen kleinen Moment auf die anderen beiden warten. So, wir haben uns wieder. Die beiden sind jetzt gerade an mir vorbei gedüst. Hier auf dem Aufstieg zum Passo di Foscagno.
So, da sind wir alle mal auf einem Fleck wieder. Nebenbei gesagt, wäre das eigentlich auch noch ein ganz schönes Plätzchen hier. Direkt am Wasserfall könnte man eigentlich auch machen. Per Zufall haben wir jetzt da so ein Plätzchen gefunden, wo gar nicht schlecht aussieht. Hat auch so ein bisschen was Wildnismäßiges an sich. Da können wir da noch eine Wasserdurchfahrt probieren. Das geht. Ja, der Platz hier, der wäre eigentlich gar nicht so verkehrt. Das rauscht einfach ringsum ein bisschen. Aber eine Feuerstelle gibt's. Die ist schon vorbereitet. Anzündholz liegt auch schon drauf. Da liegt noch mehr. Genau. Ja, das heißt dann, wir bleiben hier und fahren morgen Vormittag weiter. Wäre eine Möglichkeit. Weil ich habe langsam Hunger. Ja, es ist 10 nach 8. Okay, wir bleiben hier. Ja, 10 nach 8. Der Jens hat Hunger. Wenn Jens Hunger hat, dann guckt er noch böser als sonst. Also, der Beschluss ist gefasst. Wir bleiben hier beim Wasserfall. Hinter dem Schutzdamm. Hoffen, dass uns heute Nacht keine Steine auf die Kästen purzeln. Und ja, jetzt gibt es so eine leichte Herausforderung, und zwar hier runterfahren. Ja, runter nicht, aber morgen hoch. Aber ja, das kriegt man schon hin. Also ja, hier kann man gut außenrum. Ja. Kann man. Schauen wir noch, was der Volker meint. Aber ich würde sagen, das ist cool. So, wir laufen wieder zur alter Form auf, glaube ich. Das Abenteuer ist eröffnet. Jetzt müssen wir mal vorsichtig hier hinter mir die Straße runterfahren. Aber ich denke, das wird gehen. Mit dem Oski habe ich am wenigsten Angst. Aber die beiden anderen, die liegen natürlich leicht tiefer. Aber die Straße, die ist jetzt auch nicht so schlimm, dass man dort nicht runterkäme. Kai, machst du den ersten? Ja. Dann winke ich dich mal runter und guck mir das an, ja. Mit Assistenz, und dann mache ich einfach am letzten. Ich schaff das mit Sicherheit ohne Probleme. Endlich kriegen meine Reifen mal Schotter zu fressen. Jetzt müssen wir hier natürlich ein bisschen schauen, dass er nirgendwo aufsetzt, weil er etwas tiefer liegt. Die schlimmste Stelle ist eigentlich schon überwunden. Und dort unten ist das relativ einfach. Oh, der Kai hat Feuer gemacht. Und deiner hat's gegrillt. Das läuft ja gewaltig. Ja, echt, ja. Und qualmt nicht mal.
Da drüben haben wir dann auch noch ein bisschen Brennholz. Was meinst du zu Bizzoccheri Neri? Was ist das? Pizzockels mit Gemüse und Käse und dann... Hatten wir schon mal, ne? Pizzockels. Ja? So, die Nudeln. Nicht die gleichen. Diesmal gibt es Bizzoccheri Neri, das passt zur Region. Was immer du vorschlägst, wird schon schmecken. Dann können wir das machen. Ja. Brauchen wir also nicht grillen. Dann geht der Jens. Boah, shit, hey. Ein bisschen grillen können wir schon noch. Also ich bereite mal eine Kleinigkeit vor, dann hole ich den großen schwarzen Topf und dann geht's hier los. Du bist für die Glut verantwortlich, Kai. Dann machst du es auf dem Feuer. Ja. Wäre stilvoll, oder? Ja, definitiv. Dann also, ich mich richtig an. Machen wir stilvoll. Das erste, was man für Bizzoccheri Neri braucht, ist Wasser. Und zwar kochendes Wasser. Ich hole jetzt mal das Wasser. Heute machen wir das mal ganz für harte Jungs. Das sollte genügen. Jetzt schaue ich mal, dass ich irgendwo ein Plätzchen hier auf diesem Feuer finde für den Topf, dass er nicht umfällt. Also frisches Bachwasser, da kommt jetzt mal der Topf hier drauf schon, einigermaßen gerade steht er und dann bringen wir das mal zum Kochen. Die Zutaten, die warten jetzt mal hier, einmal das Gemüse und die Kartoffel und die Bizzoccheri Neri, die sehen so aus, das sind Buchweizennudeln. Ich habe jetzt zwar nicht allzu viel mehr von, das sind vielleicht noch irgendwie vielleicht knapp 300 Gramm, aber für uns drei wird das sicher lang. Und dann holen wir noch den Grill raus und zusammen mit dem langt es dann sicher. So, das Wasser kocht, Gemüse ist geschnippelt, also hinein damit. Kai, könntest du den Herd mal runterdrehen auf 2? Kein Problem. So. So sieht jetzt 2 aus, ein Zweig weniger. Jetzt muss ich das Wasser noch mal kurz probieren. Perfekt. Und wir machen da jetzt noch eine kleine Abwandlung von dem Rezept. Da kommt jetzt noch ein bisschen Salami mit rein. Ein klein bisschen mehr Aroma nachher noch. Bisschen grobe Würfel und die Salami wird nachher hier im Oski schnell in der Pfanne leicht angebraten und noch ein paar Salbeiblätter kommen hinzu und Knoblauch ist sowieso im Rezept. Kai, du könntest die mal mit reinschütten. Alle? Alle. Alle. Und noch 2-3 Mal umrühren. Das ist so eine Art Kochkurs jetzt. Fuck, ist das heiß. Du bist das nicht gewöhnt? Nein, ich koche mit Induktion, Mann. Ja, und ich muss auf dem Ölofen kochen zu Hause. Wenn ich die da jetzt rein tue, dann schaut der Dreck in. Ja, ich bin von Natur aus faul. Du, brauchst du deinen Kochlöffel noch? Jens? Bitte nicht verheizen. Ja, der ist leider schon im Feuer gelandet. Ja. Ups. Und da haben wir den Salbei. Der wird auch ein bisschen klein geschnitten. Der kommt dann auch noch mit in die Pfanne nachher. Dann hätte ich für den Kai noch einen Job. Nee, atmet ihr aus. Deine Kamera läuft noch. Das ist schon gut. Mhm. Ja. Hast du mal den Käse rieben?
Oder der Volker macht's. Kai bewacht den Topf. Das ist nämlich auch nicht unwichtig. Kai, du hast den Schlüsseljob. Schlüsseljob. Schüssel. Knoblauch, Salbei, Salami. Und dann. Salami. Finger! Wie viel brauchen wir? Einfach das Stück. Das Ganze? Ja. Okay. Weiche von dannen. Und die Salamistücke, Knoblauch und Salbei kommt jetzt dann mit etwas Butter zusammen in den Topf. Dann wird ein bisschen angeschwitzt. Volker reibt den Käse und ich gehe jetzt mal schnell kontrollieren, ob da noch was zu retten ist. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig mache. Aha, er muss noch irgendwo hier Gas geben. Das Gebläse musst du einschalten. Wahrscheinlich ist es aus. Nein, ich nicht. Schon richtig gemacht. Ah, das kommt gut. Das kommt gut. Da wird gekocht und gebrutzelt. Ich mache jetzt auch noch eine kleine weitere Abwandlung. Klein bisschen Halbrahm mit rein. Schade, gibt es kein Geruchsfide. Da klaue ich mir noch mal ein Stück Tomate. Gerade die vorderste. Danke. Ist noch ein Rest, siehst du, da ist noch übrig. Aber den kann man so noch. Das ist noch ein Stück. Dieser. Korrebli. Noch ein Stück Käse. Dann habe ich keinen Hunger mehr. Da. Deine. Danke. Ah. Na, lass den nur drauf. Warum lassen? Ja. Die Butter nimmt jetzt langsam ein bisschen Farbe. Und hier stelle ich mal wieder ab. Das wird dann einfach nachher drunter gemischt unter die Pizzaccheri. Ist das eine Szenerie, Leute? Das ist unglaublich. Da hinten der Wasserfall, hier der Bach. Die drei Verrückten mit ihren Autos. Und was zu essen vom Feuer. Nein, ich bin kein Abstand. Aber habe ich noch. So, der Kai mit seinem Kroko-Handschuh. Hat mal die Pizzaccheri gerettet. Jetzt ist Salbei, Knoblauch und Salami schon dran. Und jetzt noch der Käse. Den kann man einfach nur oben so ein bisschen verteilen. Und eigentlich können wir jetzt essen. Juhu! Ohne Kai mit seinem grünen Handschuh würden wir hier verhungern. Welches Bier trinken wir? Also Sky Red ist gut. Gelb, da stehen ganz schön viele Flaschen. Ja, guck mal, wie es schmeckt. Und du? Gold oder blau? Blazen? Deep ja, Golden Craft Ale? Ich nehme gelb. Ich nehme das von der Post, das Gelbe. Jetzt um 21:45 haben wir uns ans Lagerfeuer verkrümelt. Leicht verrauschte Bilder und der Kai hat gerade noch irgendwie einen alten Weihnachtsbaum gefunden. Aber die Wärme tut auf jeden Fall gut, weil es ist auch jetzt wieder doch ein bisschen frisch geworden. Wir haben da der Bergwind, wo hier runterzieht und ja, ich denke, wir haben da irgendwie 13, 14 Grad höchstens. Also lauschige Sommerabende hat man in den Bergen eher weniger.